Hallo zusammen! Heute werde ich was ganz Cooles filmen und zwar hat mich glorious.ch angeschrieben und mich gefragt, ob ich einige Produkte aus ihrem Webshop testen möchte. Und da habe ich natürlich zugesagt, weil ihr wisst ja, und es handelt sich natürlich um koreanische Gesichtspflege und um koreanisches Make-up. Und ihr wisst, ich liebe es. Also es gab wirklich Zeiten, da habe ich ganz, ganz viele koreanische Produkte getestet und wirklich auch benutzt. Und in letzter Zeit leider nicht mehr so. Es waren eher so Tuchmasken und so, die ich von koreanischen Brands benutzt habe. Aber irgendwie habe ich halt, ihr wisst, wie das ist. Man findet wieder was Neues und dann testet man das und dann, ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt einen ziemlich simplen Look eigentlich heute schminken für euch und ich nehme euch einfach mal mit. Das sind eigentlich alles First Impressions. Ich mache mich einfach ready damit. Ich bin heute mit meinem Hoodie unterwegs und werde ich einen sehr gechillten Tag haben. Ja, sodass ihr nichts Dramatisches von mir erwarten müsst heute. Was ich zuvor noch sagen möchte, ich habe den Ausschlag immer noch. Falls irgendjemand unter euch sich mit Haut etc. auskennt, dann gebt mir doch bitte Bescheid. Ich habe die reinste Haut, Leute, wirklich. Ich habe die reinste Haut ever. Und ich habe diesen Ausschlag, seit ich diese beschissene Hourglass Vanish Stick Foundation getestet habe. Und es wurde besser. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist, also es trocknet aus. Aber die Bumps sind immer noch da und jetzt auf dieser Seite ist es nicht ganz so krass. Aber hier, es sind keine Pickelchen. Es ist irgendein roter Ausschlag. Es sind wie so kleine wässrige Punkte. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall werde ich diese Foundation nie wieder anrühren. So viel steht schon mal fest. Also, ich habe hier etwas bekommen, was ich jetzt hier ein bisschen auseinandergenommen habe. Ich werde euch jetzt noch das Produkt noch einblenden, bevor ich es komplett zerstört habe. Und zwar sind das ist so eine Tuchmaske mit drei Steps. Hier habe ich schon mal den Cleanser benutzt, Step 1, Skin Shielder Cell Cleanser oder Gel Cleanser, Cell Cleanser. Das habe ich vorhin gerade benutzt, um meine Haut zu reinigen. Und dann kommt das Ding hier mit einer Maske, einer Tuchmaske, die werde ich dann nachher benutzen. Und auch mit einer Cell Energy Cream. Und das ist von der Marke Troja Reuke. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Es tut mir jetzt schon leid. Also der Cleanser hat meine Haut ganz, ganz sanft gereinigt. Meine Haut fühlt sich jetzt zwar ein bisschen trocken an, aber das ist bei mir eigentlich normal. Ich benutze deshalb auch immer so Balm Cleansers, also auch meistens am Morgen, einfach weil meine Haut so, so krass trocken ist. Es hat sie aber überhaupt nicht mehr ausgetrocknet, also dieses Ding hat meine Haut irgendwie nicht mehr ausgetrocknet, als das andere Reinigungsgels oder so machen. Hat sich eigentlich ganz gut auf der Haut angefühlt, ehrlich gesagt. Es ergab nach dieser Gel-Textur noch ein bisschen so ein milchiges Ding, als ich es mit dem Wasser aufgeschäumt habe. Und ich habe jetzt hier noch das Mail von der lieben Azrael vor mir, die mir ganz, ganz krass geholfen hat bei den Produkten. Und zwar schreibt sie hier, dass das ein Reinigungsgel mit der neuen Water Huxell Technologie ist, der die Haut besonders sanft mit Mikrozellulosepartikeln reinigt, ohne sie auszutrocknen. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, meine Haut ist einfach sehr, sehr trocken. Jetzt, weil ich gestern schon ein ganz krasses Full Face of Make-up getragen habe, werde ich im nächsten Schritt dieses Beauty Wasser von Sun Park benutzen. Und zwar ist das ein Tonic und zugleich ein Micellenwasser. Das wurde von zwei Make-up-Artists entwickelt, also die Marke Sun Park. Und zwar haben diese zwei Make-up-Artists schon bei verschiedenen großen Kampagnen geschminkt und auch im Laufsteg und somit haben sie das hier entwickelt, um das Make-up zwischen den Looks schnell switchen zu können. Und ich werde das jetzt einfach mit meinem Wattepad benutzen.
Das riecht so angenehm. Irgendwie so kräutrig. Boah, ich merke jetzt gerade auf die Schnelle, dass es voll viel Feuchtigkeit gibt. Oh, krass. Also das Hautgefühl ist Wahnsinn. Das fühlt sich mega gut auf der Haut an, gefällt mir sehr gut. Es hat Feuchtigkeit gespendet und meine Haut spannt auch überhaupt nicht mehr. Das gefällt mir schon mal. Und jetzt werde ich in einem zweiten Schritt diese Treuer-Röke, wie auch immer, GPS-Maske benutzen. Okay, also Azrael hat mir geschrieben, dass diese Tuchmaske bei empfindlicher Haut, die zu Rötungen neigt, ein wahres Wundermittelchen sein sollte. Also das passt ja perfekt mit meinem Ausschlag gerade. Und ihr wisst, ich habe empfindliche Haut. Ich habe sogar sehr empfindliche Haut, leider. Das hatte ich schon immer, schon als Baby. Und irgendwie hatte ich immer was mit meiner Haut. Also keine Pickel und weiß Gott nicht was. Aber Ausschläge wegen jedem Scheiß. Und das passt ja jetzt eigentlich ganz gut. Also, ich mache mir das dann auf die Haut. Von dieser Marke habe ich. Nein, es tropft mir voll aufs Handy. Es fängt ja schon ganz gut an hier. Diese Marke macht so gute Gesichtspflegeprodukte. Also echt krass. Ich habe schon mehrere Produkte getestet und ich glaube, ich habe sie euch sogar schon vorgestellt. Da gibt es so ein Layer. Das nehme ich ab hier. So. Mache ich das jetzt auf meine Haut. Oh, das riecht voll gut. Ich finde das immer voll schwierig mit diesen Tuchmasken, weil ich habe irgendwie nie genug Stirn dafür. So, und nun ziehe ich noch den vorderen Teil ab. Ich forme das jetzt einfach so auf meinem Gesicht, dass es ungefähr passt. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wie lange, dass ich diese Maske einwirken lassen soll. 15 bis 20 Minuten. Dann bin ich in 20 Minuten wieder zurück. Ich schaue noch ein, zwei YouTube-Videos und bin dann wieder hier. Meine Haut ganz rötungsfrei und voll schön gepflegt wieder ist. Bis dann! So, die Zeit ist rum. Ziehen wir doch diese Biozellulose-Maske ab. Oh, meine Haut fühlt sich so gut an. Schau dir diese Pampe an. So, ich massiere den Rest noch in die Haut ein. Okay, wow, also meine Haut fühlt sich extrem gut an. So, und nun werde ich Step 3 benutzen, diese Cell Energy Cream. Und die soll jetzt einfach noch die aktiven Inhaltsstoffe und die Feuchtigkeit versiegeln. Bin ich froh, dass mir Azrael das alles geschrieben hat, weil sonst hätte ich das alles googeln müssen. Also, ich habe selten bei einer Anfrage für eine Zusammenarbeit so viele Infos von jemandem bekommen. Also, ich bin so, so happy, weil im Normalfall musste ich immer alles selbst googeln, mir 1000 Notizen vorgängig machen und das musste ich jetzt heute überhaupt nicht. Also, ich wusste klar, worum es sich handelt und das spart mir so extrem viel Zeit und macht einfach eine Zusammenarbeit auch viel professioneller und angenehmer. Und ich bin echt, echt happy darüber. Also dann nehme ich diese Creme. Sie ist so relativ dick. Und eigentlich geht's noch.
auch die riecht voll angenehm. Auch so ein bisschen kräutrig, aber auf eine mega angenehme und beruhigende Art und Weise. So, und wir kommen jetzt zum Primer und ich glaube, auf den freue ich mich am allermeisten von all diesen Produkten irgendwie. Einfach weil ich schon so viel davon gehört habe und das selber jetzt noch nie getestet habe. Und zwar ist die Rede von diesem J1 Jelly Pack Dramatic Firming Skin with Improved Elasticity and Pore Smoothing. Also, dieser Primer hier, der soll die Haut sofort straffen, er soll Poren verfeinern und außerdem soll der auch sehr klebrig sein, sodass das Make-up darüber sehr gut hält. Ich habe schon Niki Tutorials diesen Primer benutzen sehen und sie schwärmt, also sie findet ihn mega. Und soviel ich weiß, kann man den auch bei Sephora bestellen. Ich werde jetzt diesen Primer, ich habe hier wieder ein paar Notizen von Azrael. Und zwar pflegt dieser Primer die Haut mit fermentiertem Schwarzteeextrakt, mit Vitamin B3, Rosenwasser, Rosmarinwasser und Kamille. Und sie sagt, dass sie von den meisten Primern Ausschläge bekommt und dass der hier, dass das mit dem hier nicht passiert. Oh, das klingt natürlich auch super, nachdem ich meine Skin Issues habe. Und dann testen wir das doch mal. Oh wow, also der ist wie Leim. Seht ihr das? Moment. Oh. Boah, und der ist voll klebrig. Na, jetzt sind wir mal gespannt. Also sowas habe ich noch nie getestet. Ganz ehrlich, ich habe noch keinen Primer, der sich so anfühlt wie der hier. Überhaupt nicht negativ oder so, aber einfach speziell. Hört ihr das? Ist echt klebrig, krass. Jetzt weiß ich, was Niki gemeint hat. Und irgendwann, wenn er so eingezogen ist, kann man es auch nicht wirklich mehr einarbeiten. Also ist mega speziell. Gut, dann tragen wir doch unsere Cushion Foundation auf. Und zwar ist das die... Ebenfalls von Troja Reuke, ich kann es nicht, keine Ahnung wie das heißt, Age Plus Awakening Your Skin Cushion. Das soll ein sehr natürliches Finish geben mit einem refreshed Look und es enthält einen Sonnenschutzfaktor von 50+. Bin jetzt gespannt. Ich hoffe die Farbe passt, bei mir ist es immer so ein Problem mit den Farben. Das kommt auch mit so einem Ding hier, kennt ihr bestimmt von Cushion Foundations. Das ist geschützt jetzt mit so einem, mit so einer Folie. Okay. Ich muss kurz reintupfen. Ich muss kurz, ich liebe Cushion Foundations. Also so sieht's aus. Dann tupft man einfach mit diesem Ding hier rein. Dann hat man Produkt hier drauf und arbeitet es so in die Haut ein. Okay, also die Farbe scheint zu passen. Davor hatte ich nämlich echt Schiss. Wow. Oh mein Gott. Leute, also merkt ihr, wie das Teil hier kleben bleibt in dem Primer? Schaut mal, wie krass das meinen Ausschlag abgedeckt hat. Es sieht so natürlich aus. Oh mein Gott, ich bin gerade so fasziniert. Das Finish sieht so schön aus. Und auch das riecht mega angenehm. Wow.
Wow, also. Holy. Oh mein Gott. Krass, Leute. Ich hoffe, ihr könnt das wirklich sehen auf der Kamera, so wie ich das in Real Life sehe. Schaut euch mal an, wie perfektioniert meine Haut ausschaut. Ich liebe First Impressions, genau aus diesem Grund. Meine Haut sieht krass schön aus. Wow, also wow. So, als nächstes werde ich diesen Clio Professional Kill Cover Pro Artist Liquid Concealer benutzen. Und das hier soll ein Concealer sein, der dem MAC Pro Longwear Concealer sehr ähnelt. Und das finde ich natürlich super, weil ich liebe den MAC Pro Longwear Concealer. Werden wir mal schauen, was der so drauf hat. Oh wow, der ist sehr, sehr, sehr liquidy. Kommt mit so einem Doe-Foot-Applikator. Und die Farbe wird dann wahrscheinlich ein Ticken zu dunkel sein. Aber sehr schön gelb. Ich muss sonst meine Ausschläge muss ich im Normalfall auch abdecken, aber es ist jetzt überhaupt nicht nötig, weil diese Cushion Foundation hat jetzt alles abgedeckt. Also das sieht echt perfekt aus, richtig makellos. Ich werde das jetzt einfach mit meinem Schwämmchen verblenden. Okay, wow, also High Coverage. Wirklich High Coverage. Auch ziemlich matt vom Finish her, was ich sehr, sehr mag unter den Augen. Also nicht austrocknen matt, sondern das, wie soll ich sagen, diese ein bisschen dickere Textur ist meistens so, dass sie dann dort bleibt, wo sie ist und nicht wirklich in die Fältchen rutscht. Also das sind so meine Erfahrungen mit einer solchen Textur und das hier wirkt perfekt auf mich. Wow. Airbrushed. Krass, Leute. Oh mein Gott. Krass. Leute, also wenn meine Haut jetzt nicht flawless ist, dann weiß ich nicht, was flawless sein sollte. Sieht perfekt aus. Ich werde jetzt alles noch mit meiner La Mer, also mit meinem La Mer Puder kurz setzen. Ich habe leider kein koreanisches Puder jetzt hier. Das hätte ich jetzt gerne sowas benutzt. Vielleicht habt ihr ja Tipps. Ich würde gerne auch mal ein koreanisches Puder testen. Ich glaube, ich habe das noch nicht mal. Nein, ich glaube, ich habe noch nie ein koreanisches Puder getestet. So, ich werde nun mein Augenbrauenprodukt benutzen. Da habe ich auch kein koreanisches da. Ich habe jetzt hier das Illamasqua Precision Brow Gel in der Farbe Strike. Das sieht so aus. Ich liebe dieses Augenbrauenprodukt. Das ist mega, mega gut. Ich werde jetzt meine Smashbox CoverShot Matte Eye Palette benutzen. Und zwar nehme ich hier den obersten Ton hier. Das ist so ein matter, beiger Karamellton. So, das reicht schon. Und jetzt nehme ich diesen Misha Lidschatten. Und zwar ist das, wie heißt der jetzt? Ich muss jetzt kurz so, hier. Hier ist die Verpackung. Nein, ist koreanisch. Moment. Also und zwar ist das der Eitel Prison Lidschatten. Und das ist so ein mega, mega, mega schöner Champagnerton. Ich werde den jetzt gleich mit meinem Finger auftragen. Wow. Oh mein Gott. Oh wow. Oh, wow. Oh. Der ist schön. Ich
Ich werde den auch im inneren Augenwinkel auftragen und hier so verblenden. Ich mache das bewusst jetzt mit dem Finger, einfach weil ich es kann. Ich nehme meine L'Oreal Paradise Ecstatic. Ich glaube, koreanische Mascaras sind auch mega gut. Habe ich auch noch nie getestet. Ich habe tatsächlich sehr viel koreanische Gesichtspflege getestet, aber Make-up noch nicht so viel. So Leute, die Mascara ist drauf. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen Blush drauf machen und dazu benutze ich diese Maybelline Master Blush Color and Highlighting Palette. Nehme hier diesen peachigen Roséton. Ich werde jetzt, weil ich Bock habe, einfach auch noch ein bisschen von diesem Lidschatten nehmen und das so über den Blush auftragen. Und auch ein bisschen als Highlighter verwenden. Einfach um dem Gesicht noch ein bisschen mehr Glow zu geben. Und jetzt habe ich noch ein Produkt, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar diesen Clio Mad Matte Lippenstift in der Farbe Russet Rose. Das sieht so aus. Ist so ein Rosenholzton, mega schöner. Die Pflege ist auch recht gut eingezogen. Ich werde das jetzt einfach so auftragen. Oh, der ist schön. Der ist mega, mega, mega schön. Leute, dieser Lippenstift riecht irgendwie exotisch. Ich weiß gerade nicht, wonach. Aber voll lecker. Das wurde ein voll schöner Alltagslook. Mega, mega schön. Mein Gesicht sieht voll frisch aus und meine blöden Ausschläge sind abgedeckt und ich liebe den Look. Ich liebe es, ich liebe es. Ich bin normal nicht so die sehr natürliche. Aber das hier gefällt mir echt, echt krass gut. So Leute, ich möchte euch kurz meine Haut zeigen. Ihr habt vorhin gesehen, hier ist so meine Problemzone mit dem Ausschlag. Und schaut mal, wie krass schön das aussieht auf der Haut. Auch der Lidschatten. Der ist so mega, mega schön glowy. Und der Lippenstift, der trocknet die Lippen überhaupt nicht aus, auch wenn er matt ist und hat so eine mega schöne, fluffige Textur irgendwie. Ich kann es nicht anders beschreiben. Oh, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Na, was meint ihr? Was gefällt euch am besten? Ich glaube, ich kann es gar nicht sagen, ich finde alles voll schön. Ich bin vor allem happy mit der Haut, also wie die Haut ausschaut. Aber auch dieser Lidschatten, ich möchte auch die restlichen Farben haben. Ich finde auch der Lippenstift, oh, ich finde alles toll. Kein Flop, ist einfach kein Flop dabei. Bin happy. Ich bin voll happy, Leute. Ich bin echt happy. Mir gefällt mein Gesicht, also mir gefällt meine Haut, mir gefallen meine Lippen, mir gefällt mein Augenlook. Es sieht alles voll makellos aus. Ich finde auch, dass sich dieser Lidschatten sehr, sehr gut gemacht hat als Blushtopper. Glow hoch 1000. Es wurden keine Poren irgendwie hervorgehoben. Es sieht einfach gut aus. Ich finde auch diese Maske vorgängig, auch dieser Primer, der ist so speziell, aber der ist so geil. Also sowas, das müsst ihr einfach spüren. Ich kann es euch gar nicht beschreiben, wie krass komisch sich der angefühlt hat, aber im positiven Sinn. Sieht einfach alles makellos aus und voll schön. Als Dankeschön, beziehungsweise ich habe Glorious angefragt, ob sie mir auch noch etwas für euch zur Verfügung stellen würden. Und sie würden euch
Also sie haben mir folgende zwei Produkte zugeschickt, die ich für euch, an euch verlosen kann. Und zwar einmal ist das dieses Beauty-Wasser, welches ich vorhin auch schon verwendet habe. Dieser Tonic bzw. Micellenwasser. Und dann dieser geile Primer. Ja, diese beiden Sachen. Und ich wollte auch noch etwas dazulegen, einfach damit das Giveaway noch ein bisschen größer ist für euch. Ich habe mir diese, beziehungsweise mein Mann hat mir diese Unique Agenda bestellt. Die ist jetzt gerade noch eingepackt in ein Papier, deshalb reflektiert das jetzt gerade so. Aber da vorne steht drauf, she believed she could, so she did. Und ich finde das einfach ein so geiles, einen so geilen Spruch. Und diese Agenda ist mega, mega cool. Also sie ist so schön auch innen. Hat sie eine monatliche, also Monat, das Jahr in Monaten und danach hat sie wöchentliche Blätter. Oh Gott, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht sprechen. Und ich benutze diese Agenda einfach, um meine Ideen zu notieren, was Videos anbelangt. Oder wenn ich gerade gemerkt habe, oh wow, dieses Produkt gefällt mir, dann schreibe ich das meistens in diese Agenda nieder, damit ich es nicht vergesse, das auch mal zu erwähnen oder in meine Favoriten zu packen. Und ich dachte, ihr könntet, jemand von euch hätte vielleicht auch Freude an so einer, deshalb habe ich hier noch ein zweites Exemplar für euch. Und ja, der Januar ist zwar fast rum, aber hey, es sind noch weitere 11 Monate im Jahr da, also von dem her, ja. Also ihr könnt diese drei Produkte bei mir gewinnen und ich werde euch unten in die Infobox noch schreiben, was ihr dafür tun müsst. Und das war's. Das Video wurde wieder lange, es tut mir so leid, aber ich wollte einfach irgendwie noch ein paar Infos geben und ich wollte nicht einfach so schnell einen Schnelldurchlauf machen. Ja, wisst ihr, was ich gerade auch merke? Dass meine Lachfalten minimiert wurden. Wie? Hat das gerade die Maske gemacht? Vielleicht aufgrund der Feuchtigkeit? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall bin ich happy. Also, ich genieße jetzt noch meinen restlichen Tag. Ich hoffe, ihr auch. Und bis bald. Tschüss.